Manche sagen, dass das Metaversum nur virtuell ist. Eines Tages. Mit diesem und ähnlichen Werbespots will uns Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta auf das Metaversum vorbereiten. Virtuelle Hörsäle oder Chirurgen, die im virtuellen OP trainieren. Das scheint sinnvoll und nützlich, keine Frage. Das Standard-Equipment für diese Zukunft? Eine VR-Brille. Ja, noch gibt es das Metaversum nicht wirklich. Nur erste Andeutungen, wie es mal aussehen könnte oder auch sollte. Aber es wird schon daran gearbeitet. Gestern gab es in den USA und auch online eine Konferenz dazu. Die Meta Connect, eine Konferenz für Entwickler, die im Metaversum präsent sein wollen und es auch mitgestalten wollen, dieses Metaversum. Ein Metaversum, so wie es sich Mark Zuckerberg vorstellt, von Facebook oder besser von Meta, so heißt der Konzern ja seit einem Jahr, um deutlich zu machen, wie ihm wichtig das Thema Metaversum ist. Ich bin heute in der Unternehmenszentrale von Meta in Berlin, um mir die Pläne des Konzerns genauer anzuschauen. Auch die neue VR-Brille, die der Konzern entwickelt und gerade erst vorgestellt hat, die Oculus Rift Quest 2. Ohne eine solche Hardware kein Metaverse. Der Konzern Meta verdient also von Anfang an. Das Metaversum ist eine virtuelle 3D-Welt. Alles ist künstlich. Avatare repräsentieren uns im Metaverse. So sieht Mark Zuckerberg aus. Und so ein Arbeitsmeeting. Und so eine Party. Marken wie Gucci sind schon präsent im Metaverse. Sie verkaufen virtuelle Edelklamotten. Sündhaft teuer, aber alles virtuell. Wo ist da der Sinn, frage ich Tino Krause, Europachef von Meta. Für jemanden, der nicht so technikaffin ist, warum das Ganze eigentlich? Wofür ist es gut? Zum einen glauben wir, dass das Metaversum oder im Englischen Metaverse, was oft verwendet wird, tatsächlich der Nachfolger des mobilen Internets ist. Wir haben mit PCs angefangen, jeder von uns hat mittlerweile ein Smartphone oder ein Handy zu Hause und wir glauben tatsächlich, das Metaversum ist der Nachfolger des mobilen Internets. Warum glauben wir das? Zum einen, die miteinander Zeit zu verbringen, ist aktueller denn je zuvor. Das hat uns die Pandemie gelehrt. Wir lieben es, mit Menschen zusammen zu sein, uns zu unterhalten, Freunde zu treffen, einzukaufen zusammen, kreativ zu sein, zu spielen, zu lernen. Nicht immer können wir aber mit den Menschen auch physisch in einem Raum real wirklich jetzt zusammen sein. Und dann wird uns das Metaversum in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Möglichkeit liefern, mit anderen Menschen virtuell zusammenzukommen, sodass es sich fast wie die Realität anfühlt. Und dann sitzt jeder zu Hause mit einer Brille und trifft Freunde oder Kollegen? Wir sehen, dass vor allen Dingen in 10, vielleicht schon in 5 Jahren, man so eine Brille nutzen kann natürlich, aber dass man auch über sein Handy, über seinen PC zu Hause oder sogar über den Fernseher mit seiner Kamera die gleichen Erfahrungen machen kann, wie wenn man so eine Brille aufhat. Das heißt, das möglichst allen Menschen zugänglich zu machen, ist einer der zentralen Elemente auch des Metaversums. Wenn man jetzt ein bisschen kulturkritisch drauf gucken, wir Deutschen machen das ja auch ganz gerne, ist das nicht eine Entfremdung? Ich meine, die Smartphone-Nutzung wird ja schon als Entfremdung wahrgenommen und ist es ja auch, da kann man ja, glaube ich, nicht drüber wegdiskutieren. Ist das nicht noch eine Potenzierung dieser Entfremdung? Ich sehe eher, dass zum Beispiel, weil wir über Kultur gesprochen haben, Kultur wieder mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Pinakothek der Moderne in München. Nicht jeder lebt in München oder kann hinfahren. Louvre in Paris. Es wird möglich sein, in Zukunft auf Fingerdruck oder auf Knopfdruck diese Erfahrung auch zu machen, in einer fast an Realität grenzenden Erfahrungsreichtum. Und das gibt es so im Augenblick nicht. Von daher, glaube ich, bringt es uns eher Kultur und auch anderen Aspekten wieder näher. Sie sind ja als Facebook-Meta-Konzern ein Unternehmen, das vor allem mit Werbung Geld verdient. Das kann man ja, glaube ich, sagen. Sie wollen ja nicht die Brillen verkaufen, das unterstelle ich zumindest mal. Das ist das Vehikel. Aber wie wollen Sie Geld verdienen? Es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist tatsächlich, natürlich entwickeln wir die Brille, um auch damit Geld zu verdienen. Das ist das eine. Das zweite sind natürlich Partnerschaften. Wir wollen und können das Metaversum nicht alleine entwickeln, sondern wollen möglichst vielen Menschen, vielen Unternehmen, einzelnen Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch großen Konzernen die Möglichkeit geben, über das Metaversum natürlich auch Geld zu verdienen. Ja, wir haben ein werbebasiertes Geschäftsmodell,
was wir sicherlich auch so fortsetzen werden. Und großer Bereich sind natürlich sogenannte Creators, wie man sie heute nennt, also an der Schnittstelle zwischen Influencer und Business, also Geschäftsleuten. Die haben jetzt schon Möglichkeit, über Avatare, über Inhalte, die sie bereitstellen, auch in virtuellen Welten hier Geld zu verdienen. Und das werden wir weiter ausbauen. Aber wie wollen Sie Geld verdienen? Ganz konkret. Wir haben ein werbebasiertes Geschäftsmodell. Wir haben Hardware jetzt, wir stellen die Plattform zur Verfügung. Das sind die Elemente, wo wir auch in Zukunft Geld verdienen werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, weil es sich um eine Reise oder einen Blick in die Zukunft 10 bis 15 Jahre handelt, kann ich heute noch nicht sagen, wie wir denn wirklich in 10 Jahren Geld verdienen werden. Wenn ich das heute schon wissen würde, würde ich es Ihnen nicht sagen, aber ich würde dran arbeiten. Jetzt befürchten viele, also gerade in Deutschland natürlich, dass ihre Daten und Privatsphäre gefährdet ist. Da ist Facebook ja jetzt nicht gerade Musterschüler, muss man ja sagen. Also Datenleaks und natürlich werden sehr viele private Daten auch genutzt, um Werbekunden diese Daten zur Verfügung zu stellen. Wie sieht das im Metaverse aus? Da besteht ja dann durchaus auch die Befürchtung, dass noch mehr Daten anfallen. Also Sie haben es ja auch gesagt, dass sogar Gesichtsmimik und so weiter getrackt wird und auch Bewegungen getrackt werden. Für Werbekunden ja ein Eldorado im Prinzip. Zum einen möchte ich sagen, dass wir nicht mehr das gleiche Unternehmen sind wie noch vor 4, 5 oder 6 Jahren. Das Bewusstsein für Privatsphäre und Datenschutz ist heutzutage im Unternehmen ganz anders ausgeprägt. Gleichzeitig bin ich mir natürlich gerade in meiner Verantwortung auch für Deutschland, Österreich, Schweiz, ob der besonderen Bedeutung hier im deutschsprachigen Raum auch klar und da fühle ich mich dem auch verpflichtet. Was ich sagen kann, ist, dass sich vor allem auch beim Thema Metaverse einer unserer Grundprinzipien auch ist, A, Leute nicht zu überraschen, das heißt vorher über alles zu reden, vorher mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, mit Menschenrechtlern zusammenzuarbeiten, auch mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um die Prinzipien zu erarbeiten. Gleichzeitig, wir nennen das Privacy by Design, auch Datenschutz und Privatsphäre von Anfang an mit einzubauen. Ein gutes Beispiel ist die Quest Pro, die wir letzte Nacht ja auch oder die Woche bekannt gegeben haben, wo es unter anderem die Möglichkeit gibt, dass Avatare Mimiken zeigen können. Wenn ich lache, lacht auch der Avatar. Wenn ich blinzel, blinzelt auch der Avatar. Dazu muss ich über eine Kamera natürlich mein Gesicht auch tracken. Diese Daten bleiben aber ausschließlich auf der Brille und werden nicht weder mit Meta noch zum Beispiel mit Anwendungen dritten Parteien geteilt. Gleichzeitig ist diese Einstellung, das zu tracken, in der Grundausstellung ausgeschaltet. Das heißt, ich muss aktiv es aktivieren und kann es jederzeit über einen Knopfdruck sozusagen auch wieder deaktivieren. Das sind für mich Beispiele davon, wie ernst wir das Ganze auch nehmen, vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum auch. Also das klingt gut, ne? Aber ist es nicht so, dass auch Begehrlichkeiten zwangsweise entstehen, dass wenn solche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, solche Daten weiterzugeben, dass man sich dann doch nicht irgendwann mal überlegt, das zu tun? Wir werden das nicht tun und gleichzeitig orientieren wir uns ganz klar an den Bedürfnissen der Menschen. Und wir haben verstanden, dass Menschen sehr, sehr sensitiv mit diesen Thematiken umgehen. Und deswegen werden wir diese auch nicht der Versuchung widerlegen, hier einen anderen Ansatz zu wählen. Okay, dann nehmen wir Sie beim Wort. Ein anderes Thema, das ich interessant und auch wichtig finde, ist das Thema Energie. Das Internet an sich schon ist ein großer Energiekonsument, wäre Internet ein Land, 6. Land der Welt, jetzt schon. Und das Wachstum ist natürlich gigantisch, da haben Sie natürlich auch einen großen Anteil. Das Metaverse verbraucht noch sehr viel mehr Energie. Da gibt es Studien, die sagen, 1000-fach höhere Rechenleistung, die erforderlich ist, um diese aufwendigen und auch technisch natürlich faszinierenden Räumlichkeiten darzustellen. Wie stehen Sie dazu, zu diesem Wachstum an Energiekonsum gerade in diesen Zeiten? Ja. Also wir als Unternehmen, wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung, unseren eigenen Energiekonsum. Wir sind mittlerweile seit letztem Jahr auf 100% erneuerbaren Energien verwenden wir. Wir sind auch für unsere eigenen Operationen CO2-neutral. Ich habe aber einen ganz anderen Blickwinkel auch darauf. Wenn das Metaversum in 5 bis 10 bis 15 Jahren dann Realität ist, müssen wir weniger reisen. Das heißt, wir müssen, um in ein Museum zu gehen, um auf einem Berg zu kraxeln, um Australien zu erleben, um zum nächsten Geschäftstermin zu kommen, nur für einen Tag, müssen wir nicht mehr in das Flugzeug steigen, sondern können das auch von zu Hause oder von unserem Schreibtisch aus machen. Und wir haben das nun mal für uns selber als Unternehmen ausgerechnet, das ganze Thema Fernarbeit. Wir können in den nächsten 10 Jahren 1 Million Tonnen CO2, was ungefähr dem Verbrauch von 200.000 Fahrzeugen im Jahr entspricht, einsparen einfach darüber, dass wir allein unseren Mitarbeitern die Möglichkeiten von Fernarbeit im Metaversum oder auch über andere Tools anbieten.
Ja, muss man natürlich gegenrechnen. Ich habe jetzt auch eine aktuelle Studie im Kopf, dass allein die Berechnung eines einzigen KI-Modells 280.000 Kilo CO2 ausstößt. Und in so einer VR-Welt braucht man ganz viele. Da wird man in Zukunft natürlich Studien machen müssen. Aber und die Tatsache, dass Sie als Facebook klimaneutrale Energie benutzen, ist gut. Das war löblich, macht ja Google und einige andere auch. Aber Sie wissen selber, dass auf dem Weg bis zum Konsumenten viele Rechenzentren dazwischen sind, die das noch nicht tun. Also es bleibt ein Thema, der Energiekonsum und auch die Klimaschädlichkeit. Das Thema Klima ist eines der prägendsten für die nächsten Generationen. Vielleicht noch eine weitere Zahl zu nennen. Bis 2030 haben wir uns auch committed, dass alle unsere Dienstleister und unser gesamtes Ökosystem ebenfalls CO2-neutral ist. Und ich glaube, das zeigt auch, wie stark wir uns dem verbunden fühlen. Gleichzeitig, wir haben gestern eine neue Brille bekannt gegeben, die bei gleicher Leistung deutlich weniger Energie verbraucht. Wir haben vor einigen Wochen auch bei der IFA unsere Partnerschaft mit Qualcomm bekannt gegeben, die uns unterstützen, jetzt auch mit dem Snapdragon-Chip in Zukunft effizientere Chips auch zu produzieren. Das heißt, ich glaube, wir werden in den nächsten Iterationen auch nicht nur von Hardware, sondern auch im Bereich Metaverse deutliche Einsparungen auch im Energieverbrauch sehen. Also Sie haben es auf dem Schirm? Absolut. Okay, vielen Dank, Herr Krause. Danke Ihnen. Meta wittert ein riesiges Geschäft. Nicht allein wegen der Hardware, sondern weil Meta an allem verdient, was im Metaverse verkauft und angeboten wird. Ein Aspekt wird allerdings selten angesprochen. Um ein Metaverse anbieten zu können, braucht es unvorstellbar viele leistungsfähige Server, die die virtuellen Welten berechnen und bereitstellen. Das kostet viel Energie. Wie lässt sich das erklären in Zeiten, in denen wir Energie sparen müssen? Aber erst in Zukunft wird man wissen, ob die Einsparungen nicht durch den enormen Stromverbrauch der Rechner aufgebraucht wird. Die Einstiegshürden sind hoch. Teure Brille, schneller Internetzugang, längst nicht jeder wird sich das Metaverse leisten können. Und die Energiefrage ist längst nicht geklärt.